jetzt wiederum das Pferd Starlight MS und diesmal mit unserer schwedischen Reiterin Therese Nilshagen.
Der letzte Ritt im Jetfly Dressur Derby, der Preis der Überflieger und Starlight MS. Genießt den Applaus hier aus München. Und im Sattel diesmal Therese Nierzhagen, Schweden. Ja, jetzt sind wir alle sehr gespannt. Isabel sagt nee. Dem Publikum hat es, glaube ich, auch gut gefallen, was wir gerade gesehen haben. Ja, aber das war super, hat sie super gemacht und ganz klar, also will ja aber keinem vorgreifen. Warten wir das spannende Ergebnis ab. Du traust den Richter nicht, das ist der Punkt. Ob mal irgendwie die Erfahrung irgendwas damit zu tun hat? Auch ich glaube, die letzten 30 Jahre konntest du dich mit 1000 Titeln nicht beschweren. Du warst aber doch zu anerkannt. Nein, nein. Also ich fand wirklich, sie hat das super gemacht. Sie hat den vor allen Dingen sehr schön laufen lassen. Und Therese, das hast du spitze gemacht. Und ich finde, das ist, was auch immer rauskommt, der verdiente sich. Ohne Wenn und Aber. Was auch immer rauskommt? Ja. Ja. Faire Reaktion auf jeden Fall. Aber jetzt warten wir mal ab, was die Richter sagen. Die kennen alle keinen Zucker. Aber gutes Reiten können sie. Ja, es war eine sehr interessante Aufgabe und ja, irgendwie, ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Mal gucken, was die Richter sagen, aber ja, hat Spaß gemacht und das, finde ich, hat sie Mühe gegeben und nee, mal schauen. Mal schauen. Du auch. Nee, wir waren ich auch ganz einig, dass es gut aussah. Mal sehen, was rauskommt. Wollt ihr denn wissen, was rauskommt? Okay, falls nicht, wir haben ein Ergebnis. Also hier das Ergebnis von Starlight MS und Therese Nierzhagen. Therese Nierzhagen. Bei E 72,261%. Bei H 74,047%. Bei C 68,571%. Bei M 71,071%. Bei B 69,404%. Und mit 71,071% gewinnt Therese Nierzhagen das Jetfly Dressur Derby.